Willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben hier im Keller des Klosters. Und ich habe alle Pilze gegessen. Und ich, Depp, habe letztes Mal gedacht, ich brauche hier 100 für einen Mana, für 5 Mana, aber es sind nur 50. Deswegen habe ich nochmal 5 Mana zugekriegt, habe jetzt 195. Und ich habe mir überlegt, das Beste, was ich hier unten machen kann, ist letzten Endes ein Skelett nach dem anderen beschwören. So, 3 Skelette beschwören. Mana trinken. Und weitere Skelette beschwören. 1 und 2 und keine 3. Schade. Oh je. Sterben die so schnell hier gerade? Finde ich ja nicht so gut. Klappt es am Ende vielleicht gar nicht, was ich hier vorhabe. Ups, das war blöd. Ach nö, und jetzt habe ich die 7 gedrückt im Inventar. Okay, Dämon, wie sieht's bei dir aus? Wie angeschlagen bist du? Gar nicht mal so sehr. Okay. Das bringt hier also nichts, ein Skelett nach dem anderen zu beschwören. Weil er die fast schon so schnell tötet. Oder weil die beiden Dämonen die fast schon so schnell töten, wie ich sie beschwören kann. Das heißt, stattdessen würde ich jetzt hier in sichere Entfernung gehen. Nichts zu holen. Vielleicht damit auch die beiden Dämonen sich ein bisschen wieder vom Eingang zurückziehen. Und vielleicht meine Skelette einfach hier beschwören und dann mit ihnen gemeinsam hinlaufen. So. Jetzt muss ich schauen, dass ich hier meinen Mana nicht verschwende. Jetzt nämlich 2 Trinke, habe ich 165. Dann lohnt es sich nicht, ein weiteres Mal zu trinken. So. Ah ja, genau. Das heißt, ich kann immer abwechselnd 2 und 3 Tränke trinken. Und auch immer abwechselnd 2 und 3 Skelette beschwören. 2. Ja, ist ja auch logisch, ne? Ich meine, 75 mal 4 sind 300. Das heißt, 4 Tränke sind genau 5 Skelette. So. Dann trinken wir nochmal. Ich hoffe mal, die sterben mir jetzt nicht weg. Aber seht ihr, genau deswegen will ich die Armee der Finsternis. Weil die... Ja, da sterben schon die Ersten. Das ist nicht gut. Na dann, los, 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 los. Bevor die Nächsten sterben. Kommt her, kommt alle her. Alle her und dann da rein. Kommt her. Her mit euch. Nicht gut, nicht gut. Der Dämon haut mich gleich. Nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. So gefällt mir das. So gefällt mir das. So. Ein neues Skelett. Unten noch eins. Was? Was? Nein! Warum hat er mich erwischt? Ich war zu nah am Eingang. Verdammt. Okay, das scheint nicht zu funktionieren. Schade. Nee, das funktioniert echt nicht. Wow, nee, nicht da rein, nicht da rein. Okay, ich probiere jetzt was anderes. Ich habe ja noch 8 Lernpunkte. Ich versuche mir mal den großen Feuersturm zu holen. Vielleicht macht er dann doch ein bisschen mehr Schaden, als ich denke. Und ich kann damit gegen den Dämon tatsächlich Schaden ausüben. Schaden verüben. Schaden austeilen. Weil bisher ziehe ich dem ja gar nichts ab. Also die einzigen, die was abziehen, sind meine Skelette. Aber so wie das aussieht, so langsam wie das geht, ziehen die ihm auch nur das Minimum ab. Also es gibt ein gewisses Minimum. Physischer Schaden, wenn man auf jemanden draufhaut. Egal wie hoch der Rüstungsschutz ist. Außer natürlich er blockt. Macht man mindestens 5 Schaden, glaube ich. Aber das ist halt echt nix. Wenn die Skelette nur 5 Schaden machen jedes Mal. Das ist genauso viel, wie ich selber mache beim Draufhauen. Das heißt, der einzige Vorteil bei den Skeletten besteht darin, dass halt 10 Leute draufhauen statt einer. Tja, das, ne? Das kann ja nicht ewig so weitergehen. So, Quatsch. Großer Feuerball. Das war der Hyglas. Nee, nicht Hyglas. Doch, Hyglas war's. War's Hyglas? Nee. Keine Ahnung. Wie hieß der? Wie hieß der hier rechts? Hyglas, oder? Ja, genau. Hyglas. Hey, du. Bring mir mal Unterricht. Den großen Feuer. Och, nö. Da fehlen mir 2 Lernpunkte. Mist.
Mist, Mist, Mist. Ah, was kann ich denn stattdessen tun? Ich kann... Schauen wir mal, Goblin-Skelette. Ich glaube nicht, dass das was bringt. Die ganzen Teleporte bringen mir auch nichts. Kugelblitz macht maximal 120 Schaden. Mein Blitzschlag macht 150. Ich kann den großen Feuerball mal ausprobieren. Sehe ich gerade, weil ich einen... Ja, der kleine Feuerball macht 100, der große Feuerball macht 300. Was habe ich denn dann noch? Untote vernichten. Warte mal, ist so ein Dämon ein Untoter? Das probiere ich doch gleich mal aus. Habe ich halt leider nur einmal. Vielleicht funktioniert's. Das wäre gut. Also ein Dämon ist ja eigentlich ein Untoter, ne? Also würde ich jetzt naiv sagen. Ist auf jeden Fall mein erster Versuch hier. Also, für alle Fälle den großen Feuerball. Dann Untote vernichten. Und habe ich den großen Feuersturm? Tatsächlich. Der macht maximal 300 Schaden. Ah, okay, der macht mehr Schaden, als ich dachte. Nun gut, schauen wir mal. Untote vernichten. Bringt genau... Ah doch, macht schon gut Schaden. Macht schon gut Schaden. Nee, macht gar keinen Schaden. Problem ist, ich kann den hier nicht anvisieren. Doch, da war er gerade, da war er gerade. Mist. Mann! Okay, das funktioniert so nicht. Das ist echt ein Problem, dass ich hier nicht anvisieren kann. Und hat das Untote vernichtet Schaden gemacht oder nicht? Ich weiß es nicht. Sah nicht so aus. Der sah so angeschlagen aus wie vorher durch meine erste Ladung Skelette. Wobei die vier Skelette ja ganz gut Schaden gemacht haben, ne? Und die zweite Portion, die ganz viele waren. Ich hab's irgendwie nicht so richtig geschafft. Nun gut. Gehe ich mal hier auf sichere Entfernung, damit er hier ablässt. Und da ich noch ein paar Mal laden muss, speichere ich hier wahrscheinlich. Also da ich wahrscheinlich noch ein paar Mal laden muss, speichere ich hier nochmal. So, großer Feuerball, 300 und der große Feuersturm waren auch maximal 300. Also, tja, ist der Feuerball eigentlich genauso gut. Untote vernichten. Wie kann ich ihn jetzt anvisieren? Ach, komm schon! Ach, komm schon. Muss ich komplett wegrennen? Ist doch blöd. Versuche ich es mal so. Vielleicht versucht er mich durch die Wand hindurch anzuvisieren. Dann kann ich ihn eventuell, indem ich hier hingehe, oder hier rüber gehe. Ah, dahin. Da ist gut. Kann ich ihn vielleicht so ein bisschen weglocken? Ich weiß es nicht. Das ist ein blöder Versuch. Ich versuch's einfach mal. Das ist total geraten. Relativ zufällig. Einfach mal so wild in die Gegend geraten. Eine wilde Vermutung. Aber vielleicht funktioniert's ja. Nö, funktioniert nicht. Ich frage mich, warum der hier rein will. Vielleicht bringt's ja was, wenn ich hier draußen nochmal lade. Weil beim Speichern und Laden sind die Gegner ja erstmal nicht mehr im Angriffsmodus. Das heißt, der Dämon ist jetzt nicht mehr im Angriffsmodus, wenn ich lade. Und, gut, dafür habe ich jetzt meine Zauber nicht mehr ausgewählt. Jetzt mache ich das mal eben noch. Was denn? Ich könnte mir einen eigenen Dämon beschwören. Haha! Warum eigentlich nicht? Naheliegend, ne? Ein Dämon und ein paar Skelette besiegen vielleicht einen Dämon und noch einen Dämon. Naja, vielleicht. Wer weiß. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Okay, das hat funktioniert. Das hat funktioniert. Das hat getroffen. Ich treffe. Sehr gut. Das ist nicht gut. Ha. Oh Mann, das bringt nichts. Okay, was mache ich? Was mache ich? Was tue ich hier? Wie komme ich da durch? Ich versuche tatsächlich Folgendes. Ich mache jetzt Folgendes. Ich hole mir eine Ladung Skelette.
Wobei das Problem beim eigenen Dämon ist natürlich, dass der nicht durchkommt, ne? Vielleicht, hey, das könnte eine Idee sein. Da, Dämon auf die 9. Die Goblin-Skelette auf die 10. Ich habe da so eine Idee. Die Goblin-Skelette sind zwar schwach und können nichts, aber sie können natürlich den Gegner ablenken. Damit er erstmal sich nicht auf mich stürzt. Und dann ist es so die Idee, dass ich da durchgehe und meinen eigenen Dämon erzeuge. Okay, das wird auch nichts. Nüpf, ich bin zu schwach. Ich komme da nicht rein. Das funktioniert nicht. Ha, gut. Dann würde ich gern nochmal schauen, ob ich eben mit dem Feuerball wenigstens Schaden zufügen kann. Das wüsste ich dann doch gerne. Aber auch hierfür brauche ich ein paar Skelette, die das Feuer auf sich ziehen. 5 sollten reichen. Den Feuerball ausgewählt. Ja, auf der 9, sehr gut. Okay, 2 Skelette. Und natürlich mein Mana auffüllen. Und dann schnappe ich mir den. Schnapp mir die Skelette. Kommt her. Kommt her, Jungs. Davor. Da ist der Gegner. Da wollt ihr hin. Boah, sogar alle beide. Beide Dämonen sind da, das ist nicht gut. Was? Das sind 3 Dämonen, oh mein Gott. Ein Dämonenlord, was? Okay, den kann ich nichts anhaben mit dem Feuerball. Und dem Dämon ein kleines bisschen, okay. Ja, das ist nicht so gut. Was will ich eigentlich hier hinten? Ein Trank. Und ein verstaubtes Buch, okay. Hey, ich habe eine Idee. Ist mir egal, Hauptsache raus. So. Verstaubtes Buch. Schauen wir doch mal. Ob ich das nicht irgendwo hier habe. Da, ein verstaubtes Buch. Ich bin mir jetzt sicher, dass es sich bei diesem Bauwerk um die Hallen von Irodorat handelt. Sie befinden sich augenblicklich auf einer Insel, nicht weit vor Corinis Hafen. Belias Interesse an den Erzwehen wird immer offenkundiger. Zeichen sind eindeutig. Wenn der eine kommt, wird er jede Hilfe brauchen, die wir ihm geben können. Belia ist schon zu stark. Wow, was macht der Lacker hier? Ich dachte eigentlich, es wäre pausiert, während ich was lese. Geh weg. Hinfort. Naja, okay, das funktioniert nicht. Oh, Mann. So viel zum Thema. Hauptsache weg von den Hunden. Aber ich glaube, da unten war noch was. Hä, wo ist es denn? Ah, Kloster. So, hier bin ich sicher. Wie gesagt, ich glaube, da unten war noch was. Da lag nicht nur das verstaubte Buch. Deswegen probiere ich das Ganze jetzt nochmal. Da lag noch irgendwas anderes. Nehmen wir nicht den Trank. Unter dem Buch lag noch irgendwas. Das will ich auch noch an mich nehmen. So, das hat ja gerade wunderbar funktioniert. 5 Skelette. Ich bin jetzt mal hier verschwenderisch. Dann kriege ich immerhin 6 Skelette hin. So, und dann... Oh ja, fällt mir gerade auf. Das hätte ich vielleicht vorher tun sollen. Teleport zum Kloster. So, und wisst ihr was? Ich finde, das ist ein guter Moment zu speichern. So, Jungs, komm mal her. Teleport zum Kloster. Nehme ich gleich mal in die Hand. Jungs, auf sie mit Gebrüll. Ja los, alle. Nicht nur ein paar. Nein, nicht hinter mir her. So, wir haben ein verstaubtes Buch und die Seekarte zur Insel von Irdorat. Okay. Liegt hier hinten noch irgendwas?
Sieht nicht so aus. Mist, so knapp. So knapp. Und dann lade ich den falschen Spielstand. Ich depp. So knapp. Hier rechts war aber auf jeden Fall nichts. Das heißt, ich weiß jetzt immerhin, dass das sich nicht lohnt, da nochmal rumzulaufen. Ja klar, die Seekarte brauche ich natürlich, ne? Da führt kein Weg dran vorbei. Da führt überhaupt kein Weg dran vorbei. Die brauche ich auf jeden Fall. So, die 9 ist das mit dem Kloster. So, Jungs, da kommt mal her. Alle. Jungs, alle. So, ist fein. Sehr gut. Der erste ist schon tot. Also das erste von meinem Skelett. Das ist nicht gut. Nein, es greifen mich zwei an. Was soll das? Warum greifen die mich an? Die waren doch die Skelette. Mann, was soll das? Das hilft, wenn ich hinten dran nochmal ein Skelett beschwöre. Das uns dann zumindest kurz aufhält. Das probiere ich einmal aus. Ja gut, er ist halt hier schon... Die versuchen halt hier schon mich anzugreifen, ne? Vielleicht muss ich kurz warten, dass sie die Skelette wirklich angreifen. Bis jetzt so ungefähr. Dann gehe ich hinten dran. Komme hier nochmal ein Skelett her. Ah, nein. Ach, komm schon, es hat doch gerade geklappt. Was soll das? Was soll das? Okay, ich habe eine Idee. Ich muss den Dämon von da hinten rechts zuerst mal herlocken, damit er die Skelette angreift. So. Alle hier hin. Jetzt sind alle auf einem Haufen, das ist gut. Und jetzt, los geht's. So. Dann komm mal her. Nein, es geht auf jeden Fall. Warum greift er mich an? Mich ist Skelette. Was soll das? Warum greift er mich an? Okay, ich glaube, ich muss hier tatsächlich ein bisschen in die Trickkiste greifen. Ansonsten wird es hier nichts mehr. Nun denn. Kommt her, Skelette. Geht mal davor. So, folgendes. Ich speichere jetzt hier. Und dann lade ich. Dann werden nämlich alle Angriffstätigkeiten zurückgesetzt. Und die Dämonen greifen direkt die Skelette an, statt mich, weil ich hinten dran stehe. Dann kann ich meinen Blitzzauber ziehen. Kann mich da durchschlängeln, kann den Dämon hier anlocken. Ach komm schon, greift die Skelette an. Was? Halleluja, ich hab alles. Wer sagt's denn? Wer sagt's denn? Das geht doch. So, und jetzt zuallererst speichern. So, sehr gut. Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Das ist zu weit entfernt. Und daran scheitert's jetzt. Oh mein Gott. Nee, zum Glück nicht. Mann. Möge Enos mich schützen, vielen Dank. Kannst du mir den Dämon beibringen? Sag mir nicht, du hast das kannst du nicht, ne? Nee. Wer kann mir das denn beibringen? Weiß ich gar nicht. Denn sowas? Ist auch egal. Ja, passt. Danke. Sag mir nicht, du hast das nicht. Ah, Gott, ich hab's geschafft. Ich war da unten drin. Ich hab das Buch. Ich habe die Seekarte. Und bevor ich jetzt Pyrokar anspreche, möchte ich auf Nummer sicher gehen. Bevor ich dem das alles gebe, will ich dann nämlich selber einen Blick reinwerfen. Und zwar hatte ich erstens mal einen Trank gefunden. Was tut der? Die Tränen Innos. Wow! Das gefällt mir. Sehr schön. Es ist zwar nicht genau das, was ich brauche als Magier, aber trotzdem schön. So, dann hatten wir... Nein, nicht das Tagebuch von Cornelius. Gibt es jedes Mal Eintrag im Tagebuch? Ja. Okay, das ist also nur ein Bug. Dann haben wir...
Das verstaubte Buch. So. Genau, die Zeichen sind eindeutig. Wenn der eine kommt, wird er hier Hilfe brauchen, die wir geben können. Bilja ist schon zu stark. Mir ist es gelungen, einige sehr wertvolle Artefakte zu erwerben und werde sie für den Fall der Fälle hier unten aufbewahren. Ich gehe davon aus, dass der Erwählte aus unseren Reihen stammt und habe ihm ein paar Anweisungen in den Almanach geschrieben. Ich bin mir nun sicher, wir können das Schicksal nicht aufhalten. Sobald Bilja sich stark genug fühlt, wird er sich erheben und nach der Herrschaft über die Welt greifen. Ich muss den einen finden, sonst sind wir verloren. Und der eine bin dann wohl ich. Hurra! Ach da, eine Karte, kein Brief. Hm, da hast du dich also versteckt. Verdammt weit weg. Hm. Ich werde ein Schiff brauchen, um dahin zu kommen. Jupp, ich werde ein Schiff brauchen, um dahin zu kommen. Ach ja. Gut, aber immerhin wissen wir jetzt, wo es hingeht. Lehre mich den letzten Kreis der Magie. Viel Zeit ist vergangen, seit du den Bund mit dem Feuer eingegangen bist. Viel ist geschehen und wir finden keine Ruhe. Du bist der erwählte Innos. Und als solcher wirst du alle Kraft brauchen, um deine Kämpfe zu bestehen. Ich weihe dich nun, Erwählter. Du trittst in den sechsten Kreis. Mögest du das Licht bringen und die Dunkelheit vertreiben. Die Zauberformel des letzten Kreises kannst du nun von mir lernen, wenn du es wünschst. Ach, eine Sache noch. Es hat einige Zeit gedauert, bis ich dich wiedererkannt habe. Du hast von mir den Brief bekommen, als wir dich damals in die Barriere geworfen haben. Du warst das? Ja. Damit hast du mir das Gefasel des Richters erspart. Und du bist der erwählte Innos. Empfange nun meinen Segen, Erwählter. Innos, das Licht der Sonne und das Feuer der Welt, segne diesen Mann, deinen erwählten Diener. Schenke ihm Mut, Kraft und Weisheit, dem Weg zu folgen, den du ihm bestimmt hast. Vielen Dank. Wow, das war... Das ist übrigens nur 5 Lernpunkte gekostet. Ich dachte, das wären 20. Naja, ist okay. Gut, das ist doch mal ein fulminantes Ende dieser Folge. Das habe ich mir redlich verdient, diesen sechsten Kreis der Magie. Und bevor ich jetzt hier weiterrede und ihm sage, dass ich das Buch habe öffnen können und dass ich weiß, wohin müssen, würde ich diese Folge an dieser Stelle beenden, denn die ist wohl wieder viel zu lang. Und beim nächsten Mal erfahren wir dann, welche Ideen wir brauchen oder was ich alles brauche, um die Hallen von Irdor zu erreichen, um das Böse aus dieser Welt zu verbannen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.